Hallo, mein Name ist Luca und meine lieben Freunde, dieses T-Shirt hier gibt's zu kaufen im Comingshop.de. Das T-Shirt gibt's da zwar schon seit 3 Jahren, aber es ist trotzdem ein cooles T-Shirt. Und damit herzlich willkommen hier heute, meine Damen und Herren, zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ihr seht es bereits im Titel, erkennst du den YouTuber? Wir machen heute 2 Quizzes und zwar einmal YouTuber erkennen anhand ihrer Stimme und anhand ihres Mundes. Ja, ich würde sagen, wir fangen direkt an. Ja, okay. Haben wir aber auch auf der Liste stehen. Wir haben so ein bisschen was wir noch dieses Jahr drehen wollten. Ich kenne die Stimme. Und ich habe auch mal Bock. Ich kenne die Stimme. Ich kenne safe, aber ich weiß gerade nicht, wie der Kanal heißt. Aber die Stimme ist safe. Hätte ich drauf kommen können. Wir machen das Ganze abwechselnd. Also vorhin musste ich einen YouTuber anhand seiner Stimme erkennen, jetzt anhand seines Mundes. Ich habe hier absolut keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Vielleicht Julians Blog oder so. Es ist Tubo. Bin ich ganz ehrlich, schaue ich die Videos nicht. Den hätte ich jetzt nie an seinem Mund erkannt. Also bisher läuft es noch nicht so gut, aber wir machen nun weiter mit der nächsten Stimmenerkennungs-YouTuber-Sache. Genau. Also es gibt sehr viele Leute, die dir halt schon mal vorgeschlagen haben, so zu zocken oder das live zu streamen. Und das Gewitter ist im Kopf? Der Grund, glaube ich, mit, warum du nicht... Tim von Gewitter im Kopf? Warum du nicht so... oder? Der Zockertyp ist, weil du erstens gar keinen Laptop mehr hast und ich glaube... Was? Oh mein Gott! Ich dachte safe, das wäre jetzt vielleicht irgendein Streamer oder so, den ich nicht erkannt habe oder irgendwie sowas, den ich auch allgemein gar nicht kenne, aber... Oh mein Gott, Tim, wenn du das hier siehst, ich hab rasiert! Machen wir nun dann allerdings wieder weiter mit einem Mund und zwar ist das hier, würde ich sagen, ich hab absolut keine Ahnung. Absolut keinen Plan. Es ist Bodyform. Was? Hat der so einen krassen Bart? Irgendwie hat jeder einen Bart. Außer ich. Ich bin 23 und habe keinen Bart. Es sind immer dieselben Sprüche. Ja, jeder braucht doch ein Laster. Kein Alkohol ist auch keine Lösung. Phil Laude. Oh mein Gott, ey, das... Bevor es jetzt aufgelöst wird, das ist so richtig... Ich weiß nicht, ob das bei euch genauso ist, aber ich höre die Stimme und ich kann sie direkt... Ich kenne die Stimme. Wisst ihr? Aber dann, wenn man dann so... Ja, ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Selbst die Brauerei-Konzerne also, ja, wollen uns verstecken. Phil Laude. Ja, ich mein krass. Okay, so krass bin ich bisher eigentlich doch nicht. Das heißt, wir machen direkt weiter mit dem nächsten Mund. Das ist entweder Chengis oder Gurkensohn. Ich sage allerdings Gurkensohn. Ich glaube, das ist Drachen. Gurkensohn und Chengis, falls ihr das hier schaut, es tut mir leid. Machen wir allerdings nun weiter mit der nächsten Stimme eines YouTubers. Und wissen schon, was gerade passiert ist und fangen an zu lachen. Und ich glaube, das ist so das, der Lieblingsaspekt von unserer Freundschaft, dass manchmal so Dinge passieren, die nur wir beide verstehen. Stimmt. Und nee. Kein anderer checkt das, auch wenn man das... Kenn ich nicht, auf keinen Fall. Erzählt, keiner findet das auf keinen Fall. Falls du das hier siehst oder Mo, tut mir auch leid an der Stelle. Hä, gerade das mit der Stimme ist sau schwierig. Auch das hier wieder. Ich habe absolut keine Ahnung. Ich habe auf den ersten Blick gedacht, dass ich das vielleicht sogar wäre. Aber es ist... Es ist Justin? Oh mein Gott, das ist aber ein sau altes Foto von... Das Video ist von vor einem halben Jahr. Das ist aber ein sau altes Foto. Jetzt hatte Harry die verquollenen Augen geschlossen. Ihm Cold träumte, Mirror. Dass er in Dumbledores linkem Nasenloch war. Mirror. Voldemorts Schlange erhob 100%. Sich und seinen beiden Hass erfüllt an und versuchte weiter gierig an seinem Umhang safe. Zu lecken. Das Harry hört man ja schon an dem Harry Potter. Auf und fiel hinten über, ja. Schlug 6 Meter. Ja! Ey, Cold Mirror, die Stimme würde ich bei 3000 Meter gegen den Wind erkennen. Machen wir allerdings weiter mit dem... Tja, wer könnte das bloß sein? Ich würde mal tippen, dass das Katja ist. Wenn da gar nicht mal der Mund rausgeschnitten wäre, hätte ich das sogar erkannt. Ist halt meine Lieblings-YouTuberin. Fun Fact übrigens zu Katja Krasavitz. Sandra und ich haben sie angefragt, ob sie in einer Folge Dick und Doof, also bei unserem Podcast, mit dabei sein will. Und sie hat abgesagt. Das Management hat uns ignoriert. Und ja, das mal dazu am Rande. Da waren wir sehr, sehr traurig. Machen wir allerdings weiter mit der nächsten Stimme. Das ist ja eine Sache, die kennt wahrscheinlich jeder. Man hat sich zu viele Nudeln zum Abendessen gemacht. Es ist eine zu kleine Portion, um die nochmal aufzuwärmen am nächsten Tag. Und dann schmeißt man die halt einfach weg. Dazu schreibe ich mir eine Woche lang alles auf, was ich wegschmeiße und wie viel Geld ich eigentlich für Lebensmittel habe.
Ich schwöre, das klang 1:1. Warte, ich zeige euch das nochmal. Ich zeige euch das nochmal. Es klang 1:1 wie Pete's Meat. Achtet jetzt. Viele Nudeln zum Abendessen gemacht. Es ist eine zu kleine Portion, um die nochmal aufzuwärmen. 1:1 Pete's Meat. Aber gut, Freunde, ich würde sagen, wir machen weiter mit dem nächsten Mund. Und ich würde sagen, das ist Kuchen-TV. Das, also entweder Kuchen-TV oder Unsympathisch-TV, würde ich sagen. Aber eher Kuchen-TV. Und es ist Kuchen-TV. Das erkennt man einfach, weil das so ein komischer Hintergrund schon ist. Es ist das Format, das die Leute da draußen bereichert, ja? Das Format soll die Leute da draußen einfach aufs Business aufmerksam machen, ja? Durch das Format habe ich schon geschafft, dass mehrere Leute in Deutschland einfach in der Germany's Next Topmodel-Ausgabe... Wir sind jetzt... InScope. Ist auch eine sehr, sehr markante Stimme. Machen wir allerdings direkt weiter mit dem nächsten Mund. Ich habe auch hier wieder absolut keine Ahnung. Ich finde es gerade bei einem Bart unfassbar... Herr Newstime. 100%. 100%. Es ist Herr Newstime. Ich erkenn's immer erst so an der Statur oder wie die dann sitzen oder keine Ahnung was. Allerdings nun weiter mit einer Stimme. Dass dieser Wettbewerb zwischen einem riesigen Entertainment-Konzern aus Indien und einem kleinen schwedischen Jungen mit seiner Kamera ausgetragen wird. Klingt eigentlich ziemlich fair. Klängern. Und das mag ich eigentlich so an YouTube. Dass man theoretisch, wenn man die Sprache kann, jeden Content der... Ich weiß nicht, ob ich bisher gut bin oder schlecht. Ich glaube, ich bin... So im durchschnittlichen Mittelfeld. Nun zur Abwechslung dann allerdings wieder einen Mund. Ich habe auch hier absolut keine Ahnung. Es ist wieder eine Person mit Bart, beziehungsweise mit so einem halben Bart, mehr oder weniger. Ich kann es absolut nicht sagen. Es ist Mois? Das hätte ich nicht erkannt. Auf keinen Fall. Aber der hat das gleiche Mikro wie ich. Ich finde das so schade, dass ich halt... Natürlich, so ne? Ihr wisst nicht, was gerade bei uns abgeht und... Ja, ihr macht euch natürlich dann Gedanken, oh Gott, was ist passiert? Und ich möchte einfach dieses Video drehen, um das sofort zu stoppen, bevor es... Absolut kein Plan. ...kalliert. Kenn ich nicht. Hier ist niemand... Hä? Sag mal, bin ich so blöd? Ja. Also ich meine, ja, ich schaue sehr, 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 sehr wenig deutschsprachige Videos, aber... Dass ich mich so wenig auskenne, Alter, das ist ja peinlich. Machen wir von daher hier direkt weiter mit dem nächsten Mund. Ich habe auch hier wieder jetzt noch keine Ahnung, aber vielleicht, wenn man das Gesamtbild sieht, habe ich auch noch keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Nia. Nee. Wäre ich in meinem Leben nicht drauf gekommen. Ich meine, ihr könnt mir auch mal gerne unten in die Kommentare schreiben, hey, von wegen Luca, wie konntest du denn darauf nicht kommen? Das erkennt man doch an dem und dem Merkmal. Oder ihr könnt ja selbst einfach mal mitraten in den Kommentaren, aber ich... Schäme mich wirklich, dieses Video hier gerade aufzunehmen. Für mich ist das gerade so, wie wenn man vorne vor der Klasse steht und man muss etwas vorrechnen und man kriegt es einfach nicht hin. Das hier weiß ich allerdings, das ist Rezo, 100%. Spätestens jetzt an den blauen Haaren erkennt man das safe und es ist Rezo. Sogar so ein richtig professionelles Bild hier vom Webvideopreis Deutschland. Wir sehen schon die Animation, das heißt, die nächsten Münder kommen. Es sind zwei Leute auf diesem Kanal. Ich habe hier keine Ahnung. Twin TV. Es ist Twin TV. Wisst ihr, was ich erst dachte? Erst dachte ich White Hitty. Aber dann dachte ich, die sind zu dritt. Und die gibt's doch eigentlich nicht mehr. Dann dachte ich, es sei dieser The Simple Mathematics oder Simple Economics oder keine Ahnung was. Und ich glaube, jeder kennt diesen Kanal vom Lernen für Mathearbeiten. Noch von früher. Die erklären einem so Formeln und Rechnungen etc. pp. Aber dass es Twin TV ist, Alter, das habe ich erst auf dem letzten Drücker erraten. Das hier ist der nächste Mund, beziehungsweise vielleicht auch schon der letzte Mund, weil das Video hier geht nicht mehr so lang. Die Sache ist, ich habe auch hier absolut keine Ahnung, wer das sein könnte. Ich weiß es nicht. Oh mein Gott, ich habe hier, bei der Szene habe ich kurz gedacht, es ist... Ich muss, hab den Namen vergessen. 2 hours later. Excel95. No shit, wenn ihr euch das hier anschaut. So ein... Ja, vielleicht auch nicht. Es war aber auf jeden Fall Jay Samuels. Da gehen auf jeden Fall auch die Grüße raus. Hier ist es allerdings jetzt auch schon vorbei. Also, wenn ihr einen YouTuber erkannt habt, dann herzlichen Glückwunsch. Ich habe auch ein paar erkannt, allerdings auch sehr viele nicht. Wenn euch das Video hier allerdings dennoch gefallen hat, würde ich mich sehr, 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 sehr doll über einen Daumen hoch von euch unter dem Video hier freuen. Schreibt mir, wie bereits gesagt, gern unten in die Kommentare, wen ihr alles erraten konntet und wo ihr wirklich auch eure Zweifel hattet, beziehungsweise wo ihr ein bisschen am Verzweifeln wart. Wenn euch das Video dennoch gefallen hat, ich habe schon gesagt, dass ihr gerne dem Video einen Daumen hoch geben könnt.
Ja, das könnte ich noch so sagen. Abonniert gerne meinen Kanal. Es ist kostenlos, dadurch verpasst ihr keine Videos mehr. Wenn ihr schon Abonnent seid, könnt ihr auf die Glocke klicken. Es ist ziemlich nice, wenn ich ein Video hochlade, bekommt ihr direkte Benachrichtigung und könnt direkt versuchen, einen coolen Kommentar zu schreiben und Top-Comment zu werden und keine Ahnung was. Ich habe hier ein cooles T-Shirt an, habe ich auch schon gesagt. Ne? Gibt's schon lange im Luca-Shop. Hab ich wiedergefunden im Schrank, finde ich sehr entspannt.